Hallo zusammen, es ist Dienstagabend, wir haben den 16. April, 17:34 Uhr. Ich ziehe den Mittwochfilm vor, weil hier passiert ein bisschen was und das ist recht hektisch, die Börse. Ich empfinde es als angenehm, aber es ist sehr hektisch und deswegen wollte ich euch ein bisschen zeitnah informieren. Bevor ich das mache, dieses hier, das ist nach der Invest am 29. April. Ich weiß noch nicht, um wie viel Uhr mache ich ein Webinar zusammen mit Finanzen.net, gesponsert von Goldman Sachs. Und da geht es hier Korrekturgefahren oder weitere Kurschancen, Standard 5, S&P 500. Und da geht es um Korrekturgefahren oder weitere Kurschancen der Standard 500 im Sog der großen 10, also die größten 10 Aktien. Ich werde auch einige, nicht alle 10, aber ich werde einige analysieren. Das ist festgelegt auf so ganz grob eine Stunde. Nur, dass ihr jetzt schon mal habt, sobald ich einen Link habe, werde ich den auch unter YouTube stellen. Aber save the date! Und bevor ich jetzt in den DAX komme, mal zu einer Branche, die wollte ich unbedingt zeigen. Die Reisebranche, die leidet ziemlich unter diesen ganzen, sagen wir es mal, schwierigen Lufträumen. Die Lufthansa streicht Flüge. Und heute hat sie bekannt gegeben, dass sie im ersten Quartal durch die Streiks 350 Millionen Euro verloren hat. Also, ich weiß jetzt nicht, ob die Zahl stimmt, aber davon gehe ich jetzt mal aus. Ich bin ein großer Freund von der Hilfe für Arbeitnehmer. Ja, aber wenn ein Streik so viel kostet, ist der Zweck davon echt mal in Frage gestellt. Das kann nicht sein. Irgendwann geht es dem Unternehmen dann wirklich schlecht. Aber wie auch immer, die Lufthansa sind jetzt hier drunter unter dieser 6,50. Ich sage jetzt nicht, dass sie, wo ist denn der nächste Punkt, dass sie jetzt hier in diesem Bereich von 6 gehen. Das muss nicht sein. Sie sind auch technisch schon sehr tief. Nur mal darauf aufgepasst, vielleicht kann man mit Käufen noch ein bisschen warten. Das nächste wäre, die liebe ich ja schon seit Jahren, Accor Hotel. Ja, auch mal ordentlich nachgegeben. Aber da ist noch nichts passiert von dieser Bewegung hier von 27,5. Das ist noch nicht mal eine FIBO-Zahl. Was haben wir denn weiter? Die Sixt, ja, auch kräftig unter den Hammer gekommen durch die letzten Tage. Genauso wie Royal Caribbean. Wo habe ich die denn jetzt hier? Royal Caribbean. Die waren über 40. Die waren 142, 143, jetzt sind sie auch wieder 127. Lufthansa hatte ich genannt, Airbnb. Ist noch moderat. Aber ja, wer will denn, also ich zum Beispiel, ich möchte noch nicht mal nach Dubai fliegen momentan. Da muss ich ja komplett um Iran rum und weiß nicht. Also ich habe mir die Flugroute mal angeschaut, fände ich jetzt nicht so prickelnd. Aber dann hier die wieder an die Börse Frankfurt gekommene TUI. Heftigst verloren von 8,05 runter auf die 6,70. Da ist dieser Bereich um 6, hier ist die 200-Tage-Linie bei 6,23. Kann man sich dann durch mal anschauen. Ich sage nicht, dass das morgen alles vorbei ist, aber manche Bewegungen halte ich vielleicht für doch ein bisschen übertrieben. Und damit gehen wir auf der, die das DAX. Da muss man aufpassen, das ist der falsche Chart. Die Citibank hatte in den letzten Tagen erhebliche Probleme mit dem DAX. Manchmal blieb der dann für eine halbe Stunde raus. Deswegen habe ich heute hier und jetzt den Lang und Schwarz genommen. Ich wurde neulich gefragt, warum ich nicht die langen, also hier vom Oktober, die langen Fibos anziehe. Also nur, dass ihr seht, die blauen sind die langen und die schwarzen sind die kurzen. Die langen, die kommen bei mir erst ins Spiel so knapp über 17.000. Da habe ich auch nicht wirklich jetzt ein Cluster mit den kurzen. Deswegen nenne ich die noch gar nicht. Ja, ich wollte es jetzt nur mal eben gezeigt haben. Machen wir den Chart mal ein bisschen sauberer. Das ist der Chart, wie er sich bei mir momentan darstellt. Die sind jetzt, diese Fibos sind gezogen hier vom Beginn des Jahres. Wir sind weiterhin in diesem Kanal. Ich nehme gleich näher ran. Und jetzt passiert Folgendes. Wir haben eben vom 15. Januar von der Bewegung, haben wir ziemlich genau auf das 38er aufgesetzt. 17.725. Wir waren ein paar Punkte drunter. Ich glaube 17.708 oder 9 oder sowas. Und das verbindet sich mit der unteren Kanalgrenze. Das ist schon mal ein Cluster. Direkt dahinter, naja, es sind schon noch ein paar Punkte. Direkt dahinter, wo ist denn jetzt hier meine Maus? Da. Bei 17.611 ist diese Chartunterstützung hier. Und die halte ich auch für sehr wichtig. Und dann folgt erst weiter weg bei 17.461 das 50er Retracement.
Aber im Prinzip hat dieser Kanal nach wie vor seine Bewandtnis, haben wir aufgesetzt in Verbindung mit dem 38er Tracement. Soll sagen, in erster Linie, diese ganze Bewegung hier baut sich sehr, sehr sauber, nach wie vor mustergültig ab. In der Zwischenzeit, wo sie dies hier abgebaut hat, hat sich die gesamte Technik abgebaut, sowohl über den Trendfolger als auch über den Oszillator. Da kann man eigentlich nicht meckern. Da kann man wirklich nicht meckern. Das ist eine 1A-Korrekturbewegung, lehrbuchhaft. Ich gehe gleich mal auf 4 Stunden. Die Bewegung gestern war natürlich schon heftig. Ja? Also am Montag, die war link. Ja? Aber jetzt gucken wir nochmal hier drauf. Wir haben hier, ich nehme es dann noch heran. Wir waren am unteren Band. Wir haben das 38er. Wir haben den Trendkanal. Das ist ein guter Bereich hier für eine Unterstützung. Ich sage nicht, dass wir gleich hier hochziehen, aber zumindest sollte die Abwärtsbewegung, die wir hier haben, von 15.000, 18.581, sollte mal ein bisschen eingebremst werden. Aber es ist definitiv noch keine Entwarnung, ja, wie auch. Aber von der technischen Sicht her gilt es als völlig sauber abgebaut. Ich gehe mal auf die Stunde. Lassen wir mal die 4 Stunden jetzt raus. Das ist jetzt also hier der Trendkanal auf Stundensicht. Der verschiebt sich dann so ein bisschen. Also wirklich nicht ganz genau auf die Punkte gucken, die, wie gesagt, verschieben sich über die Veränderung der Zeitzone. Das war echt eine linke Nummer hier. Über 18,85 und dann ging er hoch. Und da war ich ja froh, ich war nicht da, hatte ich mal Glück. Ja. Aber wie dem auch sei, als ich dann zurückkam, das war irgendwo hier, dann bin ich auch nochmal short gegangen, weil das sah so weich aus. Und ich bekam hier ein Verkaufssignal über einen Stundenindikator, dann lang, kurz, kurz. Hier war dann noch eins, das waren also 2 bestätigte, ans Band rein und wieder runter. Das hat mir eigentlich, ich fand es als relativ sicher, dass der nach oben so einen kleinen Fuhler gemacht hat. Also der Trend an sich ist nach wie vor intakt, der Abwärtstrend. Ich schaue natürlich schon auf so einen Trendkanal. Wenn wir rausgehen, ist das gut, oder je nachdem, oben oder unten oder schlecht. Aber mir sind immer noch die horizontalen Linien wichtiger und die ist nicht ein einziges Mal mit einer Stundenschlusskerze überboten worden. Mir sind die horizontalen Linien seit jeher wichtiger. Das heißt, DAO in dem Sinne funktioniert noch. Wir haben hier wieder ein neues B hier unten gemacht. Gerade eben steigen wir ein bisschen. Ich finde, der Markt hat die Chance, hierdurch auch mal wieder ein bisschen zu korrigieren. Vielleicht so in dem Bereich wieder 18.000. Also ich gebe den jetzt hier nicht gnadenlos auf. Es sei denn, es kommt irgendwie was von außen. Ich musste allerdings die Scheine ändern. Und zwar habe ich jetzt, den hatte ich schon am Freitag geändert. Ich habe den höheren, der war bei 17.400, den habe ich runtergenommen auf 16.801. Und dann habe ich hier nochmal den 19.000er runtergenommen auf 18.503. Die Hebel sind in Ordnung. Das sind jetzt alles Produkte hier von Goldman. Kann ich mit leben mit den Scheinen. Wenn ich jetzt short gehen will, würde ich den nehmen. Bisher hatte ich immer den genommen, aber ich würde jetzt durchaus also auch den hier nehmen, wenn ich short gehen will. Aber jetzt, heute hier und jetzt um 17.42 Uhr, ich kann hier nicht short gehen. Allerdings würde ich einen Long direkt hier unten drunter unter der 17.680 stoppen. Von den Einzelpositionen habe ich jetzt also momentan, ich habe halt Lufthansa angefangen zu kaufen und viel mehr habe ich da nicht. Und Putz habe ich jetzt im Moment also auch gar keine mehr. Mal gucken, was daraus wird. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.